Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masterpiece mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, ich habe mir heute mal Verstärkung mitgebracht. Da guckt euch die zwei an. Die schauen jetzt ganz genau zu, was ich hier so mache. Die haben mich heute auch beim Siege begleitet. Teilweise waren sie sehr überrascht. Oh, hat der Herr Gleich gut gemacht. Einmal ist es nicht ganz so gut gelungen. Aber egal. Also, gut. Also, dann würde ich sagen, dann fangen wir doch einfach mal an, gucken mal, was heute so der Shop bietet. Seid ihr da hinten bereit? Seid ihr bereit? Ja, ja, ja. Alles klar, auf geht's. Dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal hier rein in Mamas Altmodische Geheimnisschatulle. Da ist nach wie vor der Mythic Brian noch für 2,5 Stunden und danach ist er auch schon wieder weg. Naja. Egal. So. Das Dr. Zoidberg Pack ist noch ein bisschen länger da, für einen Tag und 14 Stunden. Das werde ich mir auf jeden Fall noch gönnen. Ja, schauen wir mal, ob ich da was rausbekommen werde. Hab ja ein paar Gems gespart. Könnte unter Umständen reichen, dass ich den Zoidberg dann auch tatsächlich zusammenbekomme. Weiß man nicht. Schauen wir mal. So, hier haben wir Gingerbread Sculptor, Arc Sketch, Mr. Twilly, Ghost Boy, Eugene Belcher und Lois Griffin. Die Box habe ich ja bereits vorgestellt. Und jetzt ist die neue Box da, die Ghost Statue Box. Schauen wir mal da rein, da haben wir Brian Statue als legendäre Pre-Combo. Ja, ist halt wieder mal was Defensives. Ghost Boy ist ja auch schon etwas älter. Peter's Drawing ist schon ein bisschen älter. Christobal's Painting, Philip J. Fry und Eugene Belcher. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der ein oder andere von euch noch einen Philip J. Fry oder einen Eugene Belcher oder eine dieser Karten hier vorne gebrauchen kann, um zu fusen oder eventuell zu maxen, ist sogar relativ hoch. Insofern vermute ich, könnte es unter Umständen sein, dass diese Ghost Statue Box für euch mehr Sinn macht als die Gingerbread Sketchbox. Das müsst ihr dann selber entscheiden. Eugene Belcher ist ja in beiden Boxen drin, auch der Ghost Boy. Aber schaut halt mal, ob es Lois Griffin oder Philip J. Fry bei euch ist, Mr. Twilly, Arc Sketch. Ja gut, Arc Sketch ist ja neu. So. Ich kann euch nur empfehlen, Philip J. Fry ist auf jeden Fall die bessere Wahl. Aber entscheiden müsst das letzten Endes ihr für euch selbst. Jetzt gehen wir auch schon in die Combo Mastery rein. Schauen mal, was hier so am Start ist. Hier haben wir als allererstes heute Space Walk. Das ist eine Combo mit dem Peter. Und tada! Was ist es? Was ist es? Ein Raumschiff. So. Und Rogers Raumschiff und Planet Express Schiff und so weiter und so fort. Also der letzte Gaga. So. Deswegen machen wir den auch ganz schnell wieder weg. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Kombo, ist der Food Truck Bob. Und der Food Truck Bob sieht folgendermaßen aus. Hier haben wir einen Bob mit Fahrzeugkarten. Kommt auf der rechten Seite eben sowas raus, relativ defensiv, ne, mit einer Mauer, mit Schild, mit Heilen. Ja, ist mit Sicherheit nicht schlecht, aber ist jetzt auch, naja, es kommt halt drauf an, ob ihr letzten Endes, ja, ein Themendeck habt oder nicht. So. Gut, dann sind wir hier mit dem auch schon soweit durch, mit dem Food Truck Bob. Dann gehen wir hier über zum Nierenkiller oder hier auch den Kidney Killer in Englisch. Die englischen Version der Kidney Killer ist folgendes, ist eine Haley mit Alkoholkarten. Und hier sehen wir auch schon, das Gute an dieser Combo ist, wir haben ziemlich viele Optionen. Wir haben 4 legendäre mit der Mythic Haley. Ist die Frage, ob ihr jetzt die Haley mit dem Small Club, also wird wahrscheinlich kaum einer von uns wird die Haley
im ersten Durchgang zusammenbekommen. Aber es kann ja durchaus sein, dass ihr Gems spart, um sie dann euch, also um euch die restlichen Fragmente zu kaufen. Ich glaube aber kaum, dass diese Combo hier jetzt eine ist, die ich euch dringend ans Herz legen würde. Also insofern lassen wir das Ding jetzt einfach mal ganz schnell wieder verschwinden. Ist nicht schlecht, ist aber auch nicht gut. Also ist irgendwo was so im unteren Drittel, sage ich mal. So, dann sind wir mit dem Kidney Killer auch schon soweit durch. Jetzt kommen wir zu einer Combo, die ist schon nicht ohne, aber naja, Clawplash. Clawplash ist hier mit Fighterkarten oder eben Waffenkarten. Das macht diese Karte eben zu einer Dual-Karte oder zu einer Dual-Combo-Karte. Wir haben einmal Armed und wir haben einmal Fighter. Ja, während eines BGEs ist die bestimmt ganz gut. Jetzt hier würde ich sagen, gut, natürlich hast du einen Stoß durch die Mauer. Ja, du hast Grace, das ist auf jeden Fall gut. Aber es gibt eben Karten, die davon doch deutlich viel mehr haben. Ja, ich will mir ja den Dr. Zoidberg auch selbst zusammensparen jetzt hier. Das soll meine nächste Mythic sein. Clawplash ist auf jeden Fall eine mega geile Combo gewesen beim BGE, aber ich würde jetzt hierauf auch keine 1000 Steine auf Vorrat ausgeben. Das mache ich nicht. Ich warte noch, bis irgendeine andere geile Combo kommt. Die hier ist es für mich nicht. Ich kann euch jetzt nicht davon abraten. Also wenn, wie gesagt, wenn einer die hat und sagt, er will die jetzt unbedingt, weil er spielt Waffenkarten oder Fighterkarten, er will die jetzt unbedingt pushen. Man kann es machen, man muss es aber nicht machen. Also, wenn euch das heutige Video ein bisschen geholfen hat, dann lasst doch mal ein Abo oder ein Like da. Ja, oder schreibt mir einfach was in die Kommentare. Darüber würde ich mich natürlich auch riesig freuen. Wie seht ihr das da hinten im Hintergrund? Seht ihr? Die würden sich auch riesig freuen über Kommentare. So. Also. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß, haut rein, macht's gut, bis dann und wir sehen uns bald wieder. Ciao!